So, hallo, meine Motorvlog-Freunde, euer Michel oder dort der Rest ist wieder mal am Start. Hier mitten im Spessart. Und warum ich hier im Spessart bin, sage ich euch gleich nach dem Intro. So, warum bin ich im Spessart? Ich bin im Spessart, weil ich unterwegs bin zum Motorvlog-Treffen von dem Motorvlog.de. Ich treffe mich jetzt gleich mit Röntreiber in Gedern. Wir fahren dann die Strecke nach Schotten noch schön hoch. Dann sind zwei Varaderos unterwegs, eine SC02 und eine SC01. Dort werden wir, wenn denn alles klappt, uns im Faltorhaus mit Mesonix treffen. Mit Timo S. und mit Hoshi. Ich hoffe mal, dass das klappt. Ich nehme euch jetzt noch mal ein paar Meter mit und dann schalte ich euch wieder ein, wenn ich kurz vor dem Treffen mit Röntreiber bin. Nix kommt. Ja, warum bin ich jetzt im Spessart? Ich hätte ja auch anders fahren können, so, da ich ja an der A3 wohne und die A3 immer permanent zu ist und die größeren Bundesstraßen da auch permanent zu sind, weil da eben immer Stau ist, habe mich halt entschlossen, so eine Tour ein bisschen quer durch den Spessart zu machen noch. Ist natürlich fahrerisch wesentlich anspruchsvoller und auch schöner. So sollte es auch sein. Ich war hier schon eine ganze Weile nicht mehr, aber die Kurven sind alle gleich geblieben. Also die hat noch keiner geklaut. Das Schöne ist, die Strecke hier sind immer wieder mal ein paar schöne Parkplätzchen. Und ja, die laden dann auch mal ein, wenn man ein bisschen Rast machen will oder sonst irgendwie was. Ich hoffe mal, dass die Windgeräusche nicht zu groß sind. Wir haben hier ein bisschen Gegenwind noch. War ja gar nicht so schnell, gerade knappe 100. Und ich freue mich auf jeden Fall wie ein Schnitzel. Ich freue mich wie Schwein. Jetzt auf alle. Und ich würde dann sagen, da ich jetzt eh Richtung Bad Orb fahre und ich vielleicht euch da unten nach der Kurve dahin noch mitnehme, dass ich euch dann mal wegschalte und dann kurz vor Gedern, wenn ich mich mit Röntreiber treffe, dass ich dann da wieder einschalte. Ne? Ach ja, und der Bus dürfte nicht fehlen. Das schöne Streckchen hier. Aber egal, es werden noch viele schöne Kurven kommen und eine schöne Strecke kommen. Ich schalte dann mal ab und sage mal bis gleich. Ciao, ciao. So, da blende ich mich wieder mal ein. Hier fahren wir jetzt aus Gedern raus und nach der Kurvenstrecke hier müsste eigentlich die Kreuzung nach meinem Navi sein. Und dann schauen wir mal, ob der Grill schon da ist. Wenn nicht, müssen wir halt auf ihn warten, ne? So, da vorne kommt die Kreuzung. So wie es ausschaut, ist noch kein Grill da. Das heißt, ich stelle mich jetzt ein bisschen darüber rein. Entweder hier einen Schatten oder ich gucke mal, ob ich da hinten nicht ein Schattenplätzchen finde. Weil direkt da vorne am Baum möchte ich mich nicht hinstellen. Ist ja mitten auf der Straße.
Aber eigentlich stehen wir hier auch ganz gut, ne? Dann bleiben wir hier auch mal stehen. So, dann blende ich euch jetzt mal wieder weg und dann gucken wir mal, wann der Chris kommt. Ciao, ciao. Da fahre ich jetzt mal dem Chris hinterher. Der ist jetzt nur 5 Minuten später gekommen, als ich da war. Ganz netter, sympathischer Kerl. Aber das sind wir ja alle, wir Biker von motovlog.de. Und wir fahren jetzt Richtung Schotten. Zum Faltorhaus, dort treffen wir uns dann ja mit Oschi, Timo S und Mesonix. Mesonix werden wir dann am Stuhl festbinden müssen, weil der ja lieber fährt, als wie dass er Pause macht. Sage ich mal, bis später. Ciao, ciao. Jetzt fahren wir vom Faltorhaus. Wir haben gleich ein paar eingesammelt. Ganz vorne fährt der Chris, der Röhntreiber. Hinten nach fährt Mesonix. Danach kommt Timo S. Vor mir Hoshi. Dann ich und ja, dann nichts mehr. Ne? Ja, wir fahren jetzt vom Faltorhaus eben hier schön über diese Strecke zu unserer Unterkunft, zum Wilden Zimmermann. Und ich denke, wir werden ein paar schöne Tage haben. So. Jetzt sind wir hier in Hallenberg. Hier müssen wir jetzt dann gleich eintreffen beim Wilden Zimmermann, unserer Pension, die wir übers Wochenende gebucht haben. Und dann hoffe ich mal, dass da schon einige da sind. Ja, macht schon Spaß mit denen zu fahren hier. Irgendwie müssten wir jetzt gleich da sein.
So, da sind wir hier im Zimmermann. Motorcycles Biking Only. Timo ist da!